Die Vorgeschichte. Jolina flog mit Ludwig, dem Retter der Erde, hinaus in die unendlichen Weiten, die nie ein Mensch zuvor gesehen hatte. Die Sterne funkelten und weit entfernt erstrahlte ein Planet. Auf der Suche nach Abenteuern beschlossen sie, einen Abstecher zu diesem geheimnisvoll schimmernden Planeten zu wagen. Welch Abenteuer wartete dort auf sie? Polly, komm, es geht los, schnell! Jolina, ich trau mich nicht. Ach, Polly, komm! Komm, wieso traust du dich denn nicht? Nee, da sind so viele Leute. Ach, Polly, komm, du musst doch die Geschichte erzählen. Das war doch dein Heimatplanet, wo wir uns getroffen haben. Also gut, dann erzähl ich mal. Aber du musst mir versprechen, mir zu helfen, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Ja, Polly, klar, keine Frage, ich helfe dir, versprochen. Komm, erzähl einfach mal. Ja, also, du und Ludwig, ihr seid auf unserem Planeten gelandet. Magst du uns denn was von deinem Planeten erzählen, Polly? Ja, ein ganz großer Planet und wir leben da alle. Wir sind alle große Kristalle. Naja, große und kleine Kristalle. Ich bin ein ganz kleiner Kristall. Ich bin auch ein Kindkristall. Lauter Kristalle? Ja, ganz bunte und schillernde und große, kleine, runde, verrückt geformte, lauter Kristalle. Und was macht ihr da auf eurem Kristallplaneten? Du, Jolina, wir haben die große, große, ehrenvolle Aufgabe, das ganze Wissen, das es im Universum gibt, zu lernen und zu speichern. Oh meine Güte, wow, Polly. So eine große Aufgabe habt ihr. Ja, genau, so eine große Aufgabe haben wir. Und jetzt erzähl mal, was hast du denn gemacht, als Ludwig und ich da ankamen? Ich hab gelernt. Du hast gelernt? Iris Satsun Idisi, Satsunera Duder, Summa Habt Heptim Dum. Weißt du, woran mich das erinnert hat? Was denn, Jolina? Na, die Worte, die du da gesprochen hast, als du gelernt hast, hast du ja laut vorgelesen. Ja, stimmt. So, und weißt du, woran die mich erinnert haben? Die haben mich erinnert an ein Lied von der Erde. Ein Lied? Ja, genau, ein Lied. Sag mal, Polly, singt ihr auch bei euch da auf diesem Kristallplaneten? Ja, wir singen auch. Magst du mir mal ein Lied beibringen? Oh, lass mich mal überlegen, Jolina, was könnten wir denn da singen? Es muss ja was Einfaches sein, weil unsere Sprache ist deutlich komplizierter als eure. Da muss ich mir was ganz Einfaches einfallen lassen. Warte mal. Oh, ich weiß was. Oh ja, super, Polly, komm, dann lass uns singen. Aber warte mal, Jolina, meinst du, die da draußen könnten alle mitsingen? Polly, ich weiß es nicht, wollen wir sie mal fragen? Ja, bitte, komm, wir fragen sie mal. Hey, ihr da draußen, wollt ihr mitsingen? Ich weiß nicht so recht, Polly, wollen wir nicht einfach anfangen? Ja, also pass auf, Jolina, es geht folgendermaßen. Ich fange an zu singen und du musst einfach nur nachsingen. Ich muss einfach bloß nachsingen? Ja, genau. Dann kannst du auch die Worte lernen, die sind nämlich nicht ganz einfach. Also gut, okay, Polly, dann singst du jetzt vor und ich sing einfach nach. Also gut, Jolina, dann zähle ich jetzt auf 3 und dann geht's los. Ja gut, okay, also dann geht's los. Auf geht's, Polly. 1, 2, 3. Flieh! Jolina, du musst jetzt was sagen. Ach so, flieh! Flieh, fly! Flieh, fly! Flieh, fly, fluh! Flieh, fly, fluh! Gumbela, 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 wiste! Gumbela, 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 wiste! Oh, no, 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 ne wiste! Oh, no, 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 ne wiste. Examene, salamene, you are balamene. Examene, salamene, you are balamene. Examene, salamene, you are. Examene, salamene, you are. A big baby, oppen, dotten, dober, appen, titten, totten, lari, fari, schuri, fari, sch. Ah. Ach du meine Güte. Du mach schon, Jolina, los. A big baby oppen dotten dober appen titten dotten lari fari schuri fari sch. Ah.
Oh ja, das hat Spaß gemacht. Nochmal, nochmal, Jolina. Nein, Polly, echt beim besten Willen, es geht nicht. Wir haben uns doch schon wieder total verquatscht. Wir wollten doch eigentlich die Geschichte erzählen. Ja, aber es macht doch nichts. Das können wir doch das nächste Mal machen, Jolina. Naja, gut, okay. Okay, dann erzählen wir die Geschichte das nächste Mal weiter. Aber wir sollten doch zumindest sagen, welche Bitte wir an die Zuschauer haben. Ja, da hast du recht, Jolina. Na gut, Polly, dann mach das doch bitte mal kurz. Also passt auf da draußen. Ich brauche ganz viele Fragen, weil ich muss lernen. Ich muss nämlich ein Jahr älter werden. Und damit ich ein Jahr älter werden kann, muss ich vor den großen Rat der Entitäten und Fragen beantworten. Und damit ich weiß, was es so an Fragen gibt, wollte ich euch bitten, stellt mir eure Fragen und Jolina und ich, wir werden dann versuchen, die Fragen zu beantworten. In den folgenden Sendungen. Ja, genau. Hast du gut gemacht, Polly. Danke. Also, wir wollen Fragen beantworten, damit Polly lernen kann. Und dazu brauchen wir eure Unterstützung. Ihr könnt uns alles fragen. Übers Universum, über die Welt, über Musik. Es ist wirklich ganz egal. Polly und ich werden versuchen, das zu klären. Und das alles nur, damit Polly ein Jahr älter werden kann. Ja, genau. So, Polly, jetzt machen wir aber Schluss. Ja, ist okay. Mach mal Schluss. Tschüss. Wow, jetzt war sie aber schnell weg. Naja, gut. Okay, ihr Lieben da draußen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend und auch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.